Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Wunderwaffe bekommt auf Mauer der Toten, und zwar die KRBRS. Als allererstes müsst ihr hierfür Strom und Packerpunch einschalten. Wenn ihr dann Packerpunch habt, dann habt ihr links und rechts vom Packerpunch so einen kleinen Raum, wo diese Türme sind. Und auf dem Boden sind dann so Skeletthaufen, Leute. Und diese Skeletthaufen, die sehen so aus, die müsst ihr betätigen. Und da gibt es halt mehrere Spots. Lauft einfach die Stellen hier ab, entweder hier rechts oder links. Und einer von diesen Haufen droppt euch einen Satelliten. Wenn ihr den Satelliten dann habt ihr auch schon den ersten Schritt fertig. Und nun gehen wir zum zweiten Schritt. Als nächstes braucht ihr Hinfeuer auf eine eurer Waffen, denn wir brauchen jetzt Batterien und wir brauchen Hände. Die Batterie bekommt ihr von diesem großen Krasny-Soldaten, wenn ihr ihn tötet. Dieser spawnt so in Runde 9 oder 10. Hebt die Batterie auf. Und jetzt brauchen wir die Hände. Die Hände bekommt ihr aus dem Hotel. Und zwar müsst ihr hier in den Raum 105 gehen. Ihr müsst einen Zombie mit Hirnfäuler anschießen. Und ihr seht, er macht hier in diesem Zimmer eine Tür auf. Wenn ihr diese Tür aufgemacht habt, dann könnt ihr an diesem Bett mit diesem Zombie interagieren. Und er nimmt ihnen die Hände vom Hals weg. Als nächstes braucht ihr eine Taschenlampe. Und hierfür müsst ihr zum Unterschlupf gehen. Also einfach am Technikraum ganz unten entlang, dann hier links, Leute, und ihr seht so einen Roboter hier auf dem Stuhl sitzen. Den betätigt ihr, da müsst ihr nämlich die Hände und die Batterie einsetzen und dann wartet ihr, bis der Zombie aufsteht und er nimmt eine Waffe in die Hand. Wenn er dann aufgestanden ist, dann seht ihr auch schon, dass ihr so eine extra Granate bekommen habt, also eine extra Taktikgranate, und mit dieser Granate könnt ihr diesen Roboter teleportieren. Danach müsst ihr dann weitergehen, denn dieser Roboter muss euch einen Schrank aufmachen, wo ihr die UV-Taschenlampe bekommt. Geht einfach den Weg, den ich hier jetzt laufe, Leute, und hier seht ihr so einen Spind. Ihr werft einfach hier eure Taktikgranate hin. Der Roboter kommt hier hin und öffnet den Schrank. Und hier befindet sich jetzt nun eine UV-Lampe. Mit dieser UV-Lampe müssen wir jetzt ein paar unsichtbare Zahlen sehen. Die sieht man mit der normalen Taschenlampe nicht, sondern nur mit dieser UV-Lampe. Und ich zeige euch jetzt jeden Spot davon. Der Code Nummer 1 befindet sich hier in der Kleidungsfabrik. Und zwar seht ihr da an der Wand so eine schwarze 1. Die steht einfach für die Zahlenreihenfolge des Codes. Dann müsst ihr einfach mit der Taschenlampe so an den Wänden entlang leuchten, bis ihr dann so einen Code seht. Bei mir ist der erste Code die 08. Gehen wir nun weiter zum zweiten Code. Und der befindet sich nämlich hier, wenn ihr auf der Ostberliner Straße seid und hier runter geht in die Kanalisation. Dort befindet sich der zweite Code. Ihr seht schon an der Wand hier eine schwarze 2, und jetzt müsst ihr halt wieder so wie gerade mit der Taschenlampe entlang hier an den Wänden leuchten, bis ihr dann den Code seht. So, bei mir ist der zweite Code dann die 00, und kommen wir nun zum dritten Code. Der dritte Code befindet sich hier in Bauersladen, da seht ihr auch schon hinter der Tür direkt die schwarze 3, halt für die dritte Zahlenreihenfolge, also den Code müsst ihr als drittes eingeben. So, dann lauft ihr hier wieder an den Wänden entlang und sucht nun den dritten Code. So, bei mir ist es hier in der Ecke, und zwar ist es die 15. Wenn ihr dann alle drei Codes habt, dann müsst ihr den Code nur noch eingeben im Tresor. Und hierfür geht ihr wieder ins Hotel. Ich zeige euch mal den Weg, und zwar von der Ostberliner Straße müsst ihr in diese kleine Gasse reingehen. Dann könnt ihr hier hoch in die Fabrik. Und wenn ihr dann so quasi auf dem Dach seid, müsst ihr einmal nach rechts gehen. Hier leuchtet es schon so ein bisschen rot. Ihr seid dann im Hotel und ihr müsst wieder in den Raum 305. Der befindet sich hier, wo der Zombie mit Hirnfäule die Tür aufgemacht hat. Dann könnt ihr hier am Tresor den Code eingeben. Und zwar, der erste Code war die 8 bei mir. Also müsst ihr das, den Zeiger auf die 8 drehen. Mit der Tastatur macht ihr das mit der Q- oder F-Taste, dreht ihr den. Und auf Controller weiß ich jetzt gar nicht genau, Leute, kann ich euch nicht sagen, aber das wird euch ja auch angezeigt. Der zweite Code war die 0, lasse ich einfach so, und der dritte Code war die 15. Wenn ihr den Code dann eingegeben habt, dann steht da auch eine Taste, um den Griff zu verwenden, und wenn ihr das dann macht, habt ihr die Wunderwaffe. Für diese Wunderwaffe gibt es noch drei Modifikationen, und diese bekommt ihr einfach random gedroppt, wenn ihr Zombies tötet. Wie hier zum Beispiel, der Blazer Modkit. Wenn ihr den dann aufhebt, dann ist das so quasi so ein Energiestrahl, auch ziemlich stark.
Und der hat halt begrenzte Munition. Wenn die Munition leer ist, habt ihr wieder die normale Variante in der Hand. Aber die Zombies droppen halt gelegentlich immer wieder Modkits, um eure Wunderwaffe zu verbessern. Ihr könnt diese Wunderwaffe auch Packer punchen, Leute. Und ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.